ganz enge Weg. Hier prüfen wir die Fähigkeit in unserem Busfahrer. Ja, das ist gut. Keine Sorge. In sicheren Händen sind wir. So, komme ich zurück zu Altersheimen. Und gibt es Privaten dann? Die kosten zwischen 500 und 800 Euro, 1000 Euro, ich weiß nicht, was die da dort alles von Verpflegung haben. Aber wie gesagt, wenige bei uns gehen ins Altersheim, sie bleiben bei Familie, nur wenn Eltern ganz krank sind und bei zum Beispiel alle sind im Haus beschäftigt, kann sich keiner kümmern. Dann, obwohl bei uns kommt Pflege auch zu Hause,